Hallo, ihr Wundervollen. Hallo an die lieben Wagen unter euch. Ich freue mich hier sehr, dass du da bist für deine Legung für den Monat September. Ich schaue ganz genau in die Karten, was dich im September, liebe Waage, erwarten wird. Wichtig an dieser Stelle, beachte immer auch die Legungen zu deinem Aszendenten, deinem Mond und deinem Venuszeichen. Und jetzt starten wir gleich rein. Ich schaue mir sechs Positionen an. Die Geschenke, die Hürden, die Liebe, den Beruf. Also wir gucken wirklich überall rein. Und am Ende ziehe ich dir auch noch ein Krafttier mit einer Botschaft. Und ich habe auch noch andere Orakelkarten mitgebracht. Gucken wir mal, liebe Waage. Mit welcher Energie wirst du in den September reingehen? Und ich nehme gleich mal wahr, wie ich dich sehe. Eine Sonne, also irgendetwas wird zum Erblühen kommen. Es wird dir gut gehen. So sehe ich das. Liebe Waage, was haben wir hier? Du gehst energetisch erstmal mit einer abwartenden, eher passiven Energie in den September. Das bedeutet, es könnte sein, dass du Dinge angestoßen hast, dass du Dinge vorangetrieben hast und jetzt wartest du. Du kannst jetzt gerade nicht mehr tun. Kann sein, du bist ein bisschen ungeduldig, du würdest gern mehr tun, aber du weißt auch, ich muss jetzt einfach warten, bis die Früchte reif sind, bis ich den nächsten Schritt gehen kann. Und der eine oder andere, dem fällt es vielleicht leichter, kann aber eben auch sein, dass es dir gar nicht so leicht fällt, ja, einfach nichts tun zu können, weil du weißt, ich habe alles getan in einer bestimmten Angelegenheit. Und ja, ich habe so das Gefühl, du hast wirklich dir etwas aufgebaut, du hast da auch Gas gegeben, ja, du hast von null dir irgendwie etwas aufgebaut. In der Liebe, im Beruf, ganz egal. Und jetzt bist du aber an dem Punkt, wo du nicht mehr tun kannst. Du hast viel getan. Aber jetzt musst du eben warten, ne? Und das ist so die Energie, mit der du reingehst in den September. Was werden denn die Hürden, upsala, da ist schon rausgeflogen, die Hürden sein für dich im September? Die Hürde im September ist für dich, dass du gerne Gas geben würdest. Und du kannst nicht. Aus irgendeinem Grund kannst du nicht. Ja, vielleicht bist du auch in irgendeiner Form verhindert körperlich, ja, dass du nicht so Gas geben kannst, wie du wollen würdest, weil vielleicht du irgendein Handicap gerade hast, einen verknacksten Knöchel. Kann übrigens echt auf sowas hindeuten. Ja, kann sein, du wartest auf einen neuen Job und du würdest am liebsten schon voll reingehen in diesen neuen Job, ja, und da total Gas geben und so weiter. Und kannst aber jetzt gerade nicht, weil der neue Job zum Beispiel erst, ja, im November beginnt oder sowas, ja, und du bist ganz ungeduldig. Oder irgendein Projekt, was du angestoßen hast, oder du hast dich gekümmert, hast alles für eine Reise gebucht und du würdest am liebsten sofort los, aber du musst noch warten. Also das ist so die größte Hürde, die ich hier definitiv für dich wahrnehme in diesem Monat. Und ja, lass mich mal hier gucken. Ja, genau. Also das sehe ich hier auch, dass du gerade gar nicht so viel tun kannst. Ja, Hohepriesterin ist so ein bisschen eine abwartende Energie, eine sehr weibliche Energie. Und das ist gerade so ein bisschen die Hürde, denn du würdest gerne einfach mehr loslegen. Ja, okay. Was ist denn das Geschenk des Monats September für dich? Ups, das war es noch nicht. Das Geschenk ist, dass irgendetwas Altes auch zu Ende gehen wird. Ich weiß nicht was. Eine Beziehung, eine Freundschaft, ein Job, irgendetwas, was dich ausgebremst hat, irgendetwas, weil es hat dir nicht gut getan, denn das ist ein Geschenk, dass es zu Ende geht. Ja, vielleicht ist es ein bestimmtes Denken, von dem du Abschied nimmst. Du kannst endlich einen bestimmten Glaubenssatz transformieren. Es kann aber auch sein, dass du erkennst, diese Freundschaft tut mir nicht gut. Es kann sein, dass du den Job wechselst. Also so etwas und vielleicht auch gekündigt wirst, ja, aber das ist ein Geschenk. Also das ist gut, weil es befreit dich. Ich habe so ganz arg das Gefühl, das war etwas, das hat dir gar nicht gut getan. Das kann sogar hiermit zusammenhängen. Also es könnte auch das Geschenk sein, dass hier etwas zu Ende geht, du etwas Neues angestoßen hast und jetzt noch ein Momentchen dich gedulden musst. Und wir haben hier drunter den Herrscher. Das heißt, es könnte durchaus auf Vaterthemen hindeuten, auf ein familiäres Thema. Es kann aber auch darauf hindeuten,
dass hier mit einem Chef etwas zu Ende geht, ja, dass nun vielleicht hier etwas auch Neues langsam Früchte trägt. Es könnte sein, dass es hier ein Partner ist, ja, der Herrscher, mit dem etwas zu Ende geht, ja, und ich erlebe dich auch hier dahinter sehr glücklich, ja, also das macht dich frei. Das, was hier zu Ende geht, macht dich total frei. Das ist mega schön, ja. Okay, also nicht erschrecken. Ups, diese Karte ist nicht immer eine schlechte Karte, ja. Das ist durchaus in dieser Position eine sehr, sehr gute Karte. Schauen wir mal hier bei der Liebe. Ja, bei der Liebe kommt ein Angebot. Ja, bei der Liebe kommt irgendwie ein solides Angebot. Nichts jetzt, was dich gleich in Entzückung stürzen lässt, aber da kommt jemand mit einem Angebot auf dich zu, was irgendwie. Ja, es könnte einfach ein Kaffee trinken sein. Ja, nicht das große Abenteuer, aber hey, es ist irgendwie solide. Dich lädt jemand zum Kaffee ein oder jemand möchte mit dir den nächsten Schritt gehen und schlägt vor, hey, wollen wir mal irgendwie zusammen verreisen? Aber auch hier, das ist nicht das große Abenteuer, sondern das ist etwas Kleineres, etwas Solides. Es ist etwas auch ein bisschen zaghafteres von der Energie, aber es kommt jemand auf dich zu in der Liebe, ja? Und ich habe es gerade vorher schon ein bisschen gesehen, jemand, den du schon kennst, jemanden aus der Vergangenheit oder dein Partner, mit dem du schon länger zusammen bist oder jemand aus der Vergangenheit meldet sich. Und wie gesagt, nicht mit einem riesen Feuerwerk, aber der meldet sich, ja, da kommt etwas. Und du hast an diese Person, sehe ich schon auch immer mal wieder gedacht, immer wieder, wie geht's der wohl? Und jetzt kommt hier vielleicht so eine WhatsApp wie, hey, ich wollte mal fragen, wie es dir geht, ja. Also wie gesagt, nicht gleich der Riesenanruf und boah, ich habe dich vermisst oder so. Aber hier kommt etwas, ja, da kommt jemand auf dich zu und ja, wir werden auch, das sage ich jetzt schon mal gleich, in der weiterführenden Legung, die du hier drunter siehst, ganz genau in die Liebe reinschauen. Ja, wir schauen ganz genau, von wem kommt dieses Angebot, wer ist diese Person, was entwickelt sich da mit dieser Person, was kommt da auf dich zu. Das werden wir in der weiterführenden Legung im Detail klären. Hier bleiben wir erstmal bei den einzelnen Bereichen und bei dieser einen Karte. Okay, schauen wir mal, was haben wir hier im Job? Oder hobbymäßig geldtechnisch. Ah, dir geht es da richtig gut. Also, du bist so richtig angekommen im Job. Könnte auch sein, eben, dass hier ein neuer Job auf dich wartet, ne, wenn das bei dir so der Fall ist. Aber egal, was hier ist, jobtechnisch oder finanziell oder hobbytechnisch, wenn du irgendwie schon in der Rente bist, dir geht es hier richtig gut. Du hast hier Menschen dann um dich rum, mit denen du dich wohlfühlst. Es ist so alles gut. So, du bist da total entspannt, ja? Eher in freudiger Ausrichtung, aber jetzt auch nicht super gespannt, sondern eher in freudiger Ausrichtung. Dir geht's gut. Es ist irgendwie so, hey, du hast da richtig was erreicht. Du hast richtig an etwas auch gearbeitet und jetzt kannst du genießen. Und wenn es damit zusammenhängt, dann kann es auch sein, du hast ganz viel angestoßen, musst dich ein Stück weit noch gedulden, aber dann erkennst du auch oder siehst du auch oder erlebst auch, wow, jetzt kann ich es wirklich auch genießen, weil ich habe alles angestoßen, alles getan und jetzt kommen die Dinge langsam auf mich zu und werden Wirklichkeit und ich kann das jetzt richtig genießen. Vielleicht ist es aber auch ein Hobby, das du kennenlernst, was du total genießen kannst, wo du total drin aufgehst. Ja, auch das könnte hier durchaus sein und finanziell geht es dir einfach gut. Ja, also jetzt nicht der absolute Finanzfluss schlechthin, ja, aber es geht dir gut. Es geht dir einfach gut. Und guck mal, hier haben wir auch schon wieder die Hohepriesterin. Das heißt, du bist auch hier wieder in der Energie. Es ist alles okay, ja. Es geht mir gut. Ich fühle mich wohl, ich genieße. Ja, und witzig, auch hier hinten wieder der König der Schwerter. Das heißt, ja, irgendeine bestimmte Entscheidung hat dich hier hingebracht in diesem Bereich, dass es dir hier so gut geht. Und jetzt bist du da auch ganz froh und stolz drauf. Mit welcher Energie gehst du denn aus dem September raus? Oh, guck mal her, du gehst mit einer Energie von Verliebtsein definitiv aus dem September raus, mit einer Erfüllung, was Freundschaft anbelangt oder sogar Liebespartnerschaft. Du hast wirklich das Gefühl, wenn du aus dem September rausgehst, wow, ich habe hier wahre Freunde an meiner Seite, eine tolle Herzensverbindungen an meiner Seite. Ich kann mit jemandem den Kelch tauschen, vielleicht eben, dass du sogar jemanden kennengelernt hast oder wieder getroffen hast hier auf Liebesebene. Und ja,
Ja, es ist wie ein Neubeginn für dich, mit dem du rausgehst aus dem September. Ja, du hast irgendwie eine Chance ergriffen, etwas hat sich dir geboten und du gehst da mit ganz viel Leidenschaft aus dem September raus, ganz energetisch. Ja, gehst abwartend rein, aber voller Energie und Leidenschaft raus und kannst das wirklich mit einem anderen Menschen leben. Wie gesagt, wir schauen in der weiterführenden Legung hier expliziter rein. Jetzt möchte ich mal gucken, was sagen denn die Krafttiere? Was möchte da noch für eine Information auf dich zukommen? Und wir haben hier zwei, dann nehme ich auch die beiden. Das fühle ich gerade. Einmal vertraue der Magie. Also vertraue der Magie auch, dass hier vielleicht Dinge zu Ende gehen, die kurz wehtun, aber dann ganz viel Raum schaffen und auch der Magie zwischen bestimmten Menschen und dir, zwischen einer Herzverbindung und sei friedfertig. Das heißt, ich nehme das so wahr, sei friedvoll zu dir, erlaube dir den Frieden des Abwartens, ja, und ja, auch wenn hier Dinge zu Ende gehen, die sich erstmal schmerzhaft anfühlen, erlaube dir da friedfertig zu sein, dass es zu deinem Besten ist, dass es in der Magie passiert wirklich und für dich passiert, weil wir sehen ja, wie schön diese Dinge sich hier entwickeln. Was haben wir noch hier aus der geistigen Welt? Das war zu viel für eine Botschaft. Tiefe Zellheilung haben wir hier. Es ist körperliche und emotionale Heilung. Ja, absolut durch das hier. Das wird ganz viel in Heilung bringen und du kommst in allen Lebensbereichen so auf ein ganz schönes Level, sehe ich hier für dich. Liebe Waage. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns jetzt auch in der weiterführenden Legung zum Thema Liebe sehen. Ich werde dir dort auch eine Engelsbotschaft ziehen für die Liebe. Wir gucken uns ganz genau in den Zeitkarten an, wer dein Gegenüber sein könnte, wann ihr euch vielleicht auch wieder seht und wann sich da mehr entwickelt. Wir schauen natürlich mit den Tarotkarten rein und auch mit den Tea-Leaf-Orakelkarten, sodass du sehr konkrete Informationen bekommst zu deinem Gegenüber, zu dir, zu seinen Gefühlen und so weiter. Also da freue ich mich sehr und ansonsten sage ich danke fürs Einschalten. Ich freue mich über ein Abo, einen Daumen nach oben und einen Kommentar und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.